Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Weltupdate Nummer 12 vom 31.07.2023. Das Bild ist schon ein bisschen besser, wir haben probiert das Handy mehr auszubalancieren auf dem Gimbal, wo kaputt ist. Wir haben leider immer noch nicht das neue Gimbal, aber dafür ein bisschen Software-Stabilisation. Wie ihr gesehen habt, haben wir einen neuen Berg angefangen. Ich hoffe, der gefällt euch, mir gefällt er. Wir haben an ein paar Orten neue Minifigürchen dieses Mal platziert und einige Sachen ergänzt, neue Bäume, neue Begrünungen, wie gesagt, eben die neue Felswand hier. Die kommt hoffentlich in zukünftigen Videos bei weniger Verquackelungen besser zur Geltung. Dann haben die hier den Container neu eingestellt, um dann irgendwann den Strom weiterverarbeiten können, temporär, bis dann alles läuft. Und dann hier einen Haufen Ballett abgeräumt, um Neues zu bauen. Dann haben wir die Begrünung, glaube ich, noch ein bisschen angepasst. Seit dem letzten Mal. Und wir haben jetzt Enten auf dem See. Eine neue Lok. Die hat leider noch keinen Motor. Deswegen steht die mal einfach hier. Unser Bussystem, das wir einmal angefangen haben. Genau. Und da ist eine Polizeiverfolgung im Gange, die der Aaron neu hat. Ihr seht schon, wir haben überall ein Polizeiverfolgungen. Da kommt gerade ein Hip-Hopper aus dem Laden. In diesem Laden hat es immer wieder Sachen, die passieren und neue Gegenstände, die auftauchen. Da hinten ist jemand illegal irgendetwas am Besprechen, Verticken, ich weiß nicht so genau. Könnt ihr euch aussuchen. Wie gesagt, da ist eben einer am verfolgt werden. Die Polizei hat die Straße gesperrt, damit er nicht durch kann. Hoffentlich löst dem Feuer irgendwann schon mal das Feuer, das hier beim Hotdog-Verkäufer ausgebrochen ist. Der ist immer noch am Ausbrechen. Genau. Da hat es auch wieder ein Spielplatz vom Aaron. Unsere Windkraftanlage ist natürlich immer noch da. Leider haben wir es noch nicht geschafft, sie zu motorisieren, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft. Das ist übrigens unsere Poststelle. Dann, da ist von dieser Seite ein guter Blick auf die Brücke, auf die Bucht, auf das Gelände, auf die Leute, die überall oben drauf sind. Da haben wir mal neue Bäume, die draufstehen, weil wir noch nicht so genau wissen, wo denn die eigentlich hinkommen. Aber der Tropf sieht im Moment auch nicht schlecht aus. Genau. Dann die Felswand von dieser Seite. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Wir haben leider nicht so viel Slopes gehabt, damit wir die noch detaillierter machen können. Wer weiß, in Zukunft vielleicht gibt es dann einmal ein Update von dem Berg. Oder ganz sicher gibt es mal ein Update von dem Berg, aber wir wissen noch nicht, wann das sein wird. Dann haben wir auch hier wieder neue Tiere, glaube ich. Oder wir haben sie anders eingestellt. Sagen wir es mal so. Genau. Da hat es auch wieder neue Autos, Rescue-Autos, die wir zusammengebaut haben aus meiner Kindheit. Die sind hoffentlich dann erstmal alle komplett. Wir haben im Moment einfach eine riesige Wühlkiste mit Legos drin. Wo wir dann uns daran bedienen, um alles zu komplettieren. Da drin ist das Apartment von Mike. Genau. Jedenfalls, danke vielmals, dass ihr das mal reingeschaut habt. So viel besser ist das Bild doch wieder nicht, aber ja, dafür haben wir heute ein bisschen neue Sachen drin gebaut. Und hoffe, dass wir euch in Zukunft mehr bieten können, dass ihr Freude habt. Und wir sehen uns dann wieder. Viel Spaß, habt einen guten Tag. Macht's gut. Und bis dann. Ciao zusammen.